ihr Lieben, ich habe heute eine Neuerscheinung für euch und zwar eine, die genau heute erscheint am, wie viel haben wir heute? Den 29. Am 29.09.2016. Und zwar rede ich von dem Auftakt zu einer neuen Reihe von der Cecilia Ahern, Flavid, wie perfekt willst du sein? Der zweite Teil erscheint jetzt im November, der erste Teil ist jetzt erschienen. Also das heißt, man muss gar nicht so lange warten auf den zweiten Teil. Ich glaube, es soll sogar nur bei zwei Teilen bleiben. Ich lege dafür aber nicht meine Hand ins Feuer. Das Buch ist die erste Dystopie von der Autorin. Man kennt die ja eher von so Liebesromanen, so Liebes- und Lebensromanen. Ich habe von ihr PS, ich liebe dich und auch noch ein paar danach gelesen. Irgendwann habe ich dann nicht mehr weiter gelesen, weil dann hatten die Bücher irgendwie alle für mich das Gleiche. Aber ich war gespannt, wie sie sich jetzt in diesem Roman hier schlägt, weil sie hat ja schon einen tollen Schreibstil und schon schöne Ideen gehabt in den Büchern davor. Aber kurz bevor es zum Inhalt geht und wie mir das Buch gefallen hat, die Buchinfos. Das Buch ist ein Hardcover. Ich habe jetzt hier ein Leseexemplar, also keine Angst. Bei euch wird das hoffentlich nur als Kleber drauf sein, sodass ihr es abmachen könnt. Ich kann es leider nicht. Das Buch ist beim Fischer FJB Verlag erschienen. Ein Hardcover, wie gesagt. Drunter, unter dem Deckel, sieht es echt toll aus. Gefällt mir wirklich gut. Mag ich immer, wenn da der Buchdeckel auch mit illustriert ist. Das Buch kostet, ich habe vor uns geschaut, 18,99 Euro und wird um die, ich weiß jetzt nicht, ob es das Originalbuch auch hat, um die 460 Seiten haben. Da steht auch schon was zum zweiten Teil. Der zweite Teil wird Perfekt, willst du die perfekte Welt sein? Erscheint am 17. November. Und ja, worum geht's? Das Buch ist wie gesagt eine Dystopie, also die leben in einer Zeit nach unserer Welt in einem System, das eigentlich mehr unterdrückend ist als helfend ist. Und das System legt Wert darauf, dass die Menschen perfekt sind. Perfekt heißt, also den Leuten wurden damals die Obersten zu korrupt und zu machtgierig und diese wurden dann als fehlerhaft gekennzeichnet. Die Fehlerhaften müssen sich dann strengen Regeln unterziehen, also sie dürfen nie mehr als zwei sein, in einem Raum oder nebeneinander stehen, weil man Angst hat vor einer Revolution und sowas und die dürfen auch keine Luxusgüter irgendwie konsumieren oder haben. Einmal die Woche dürfen sie was Luxuriöses essen, das war's, sonst haben die sich an einen strikten Ernährungsplan zu halten. Das wird dann auch getestet. Sie haben eine Ausgangssperre und, und. Also das sind wirklich Unmengen an Regeln, die diese Fehlerhaften dann einhalten müssen. Die werden auch gekennzeichnet und zwar erhalten sie ein Brandmal, je nachdem, was sie gemacht haben, auf der Zunge, auf der Schläfe, über dem Herzen oder auf der Fußsohle oder halt auf der Hand. Und ja, so dass sie halt jeder erkennt. Und eigentlich werden die auch total geächtet, obwohl das keiner wirklich zugeben würde von den normalen, von den perfekten Menschen. Und ja, so grobe Weltenumwurf. Ich will euch da gar nicht zu viel von wegnehmen, weil das finde ich halt immer das Schöne an diesen Dystopien, wenn man da so nach und nach die Welten kennenlernt und wie da eigentlich so das System funktioniert und man da eigentlich auch wirklich viel zwischen den Zeilen immer lesen muss. Das mag ich da immer an diesen Weltenentwürfen. Deshalb, ich will euch gar nicht zu viel von wegnehmen. Das könnt ihr dann alles selber lesen, sonst nehme ich euch zu viel von der Geschichte auf und weg. In diesem Buch dreht sich jetzt hauptsächlich um Celestine. Celestine ist eigentlich so das perfekte Mädchen, also die hat den perfekten Jungen, lebt in der perfekten Familie, hat die perfekten Noten, ist perfekt in der Schule und perfekt ist so und so ihr Lieblingswort und ja, Celestine ist eigentlich rundum perfekt und stellt auch das System so gar nicht in Frage, sondern man merkt, dass sie da schon eine gewisse Gehirnwäsche unterzogen wurde und dass für sie so alles normal ist und sie das alles auch vertreten kann und auch verfechten kann und eines Tages allerdings gerät sie in eine Situation, wo sie dann sehen muss, dass ihre perfekte Welt gar nicht so perfekt ist und sie da echt überlegen muss, wie sie jetzt handelt, weil sonst kann es sehr gefährlich für sie werden und sonst wird sie wahrscheinlich auch noch als fehlerhafte gebrandmarkt und merkt eigentlich, dass ihre perfekte Welt überhaupt nicht so perfekt ist, wie sie immer dachte. Jo.
Ja, ich beiß mir echt auf die Zunge. Nee, ich sag gar nicht so viel. Sag gar nicht, ich verrate gar nicht so viel. Wie hat es mir jetzt gefallen? Also, wie gesagt, Cecilia Ahern kenne ich von ihren Liebesromanen, Liebeslebensromanen, die viel auch immer zwischen den Zeilen haben. Das merkt man im Buch auch an. Also, man merkt wirklich, wer es geschrieben hat, dass es die Autorin geschrieben hat. Aber wie gesagt, ich mochte ihren Schreibstil. Ich mochte ihn schon in ihren anderen Büchern. Ich mochte die Ideen, die sie da teilweise hatte. Mir war es dann teilweise zu viel Liebe und zu viel Philosophie. Das war jetzt in dem Buch nicht, weil das Buch ist wirklich eindeutig eine Dystopie für Jugendliche und es hat mir gut gefallen. Also es hat mir wirklich überraschend gut gefallen, die Geschichte. Ich finde es eine tolle Idee für eine Dystopie. Man liest schon viel hinter den, unter den oder zwischen den Zeilen, hinter den, unter den, zwischen den Zeilen liest man wirklich sehr viel in diesem Buch. Aber mir hat es echt, also doch, mich hat die Welt gefangen genommen. Ich fand sie sehr interessant. Celestine, ich weiß nicht, ob wir Freunde sind. Manchmal war sie mir etwas zu verliebt und zu leicht gläubig. Und dann im nächsten Moment aber hat sie mich wieder total überrascht. Und da war sie auch total pfiffig und hat genau das Richtige gesagt und genau das Richtige gedacht. Und ja, ich weiß nicht, ob ich sie als Protagonistin mag. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich mochte in diesem Buch aber vor allem die Nebencharaktere. Ich fand ihre Mutter toll. Ihre Mutter fand ich. Boah, die ist mir unglaublich unter die Haut gegangen, auch mit ihrer Art, wie sie alles macht und dann auch ihre Art, wie sie irgendwann denkt und wie sie handelt. Also die Mutter, die ging mir wirklich sehr, sehr nah. Ihre Schwester auch, Juniper hieß sie oder Juniper, glaube ich. Juniper, die fand ich auch ganz toll. Also es war auch ein Wahnsinnscharakter. Natürlich kommt auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte drin vor, weil es muss ja doch irgendwie sein in diesen Dystopien. Was heißt, es muss sein, aber irgendwie, sonst würde glaub was fehlen. Die spielt aber wirklich nur am Rand. Also da darf man jetzt nicht hier die typische Cecilia Ahern erwarten, wo es dann so ein bisschen Trief und Tropf vor Liebe. Das gar nicht. Also die spielt wirklich nur ganz dezent am Rand und eigentlich ist es auch sehr erschreckend, was sie hier. Also sie schockiert auch. Ich war teilweise wirklich geschockt von dem Buch und geschockt von dem, was da gerade passiert und auch wirklich sprachlos. Es ist stellenweise echt grausam und ja, auch wie das ganze System da funktioniert und was da alles so dahinter steckt, das war wirklich fesselnd und packend. Das Buch lässt sich schnell lesen, sehr, sehr schnell. Ich glaube, ich habe es in 3 Tagen oder so durch, was für mich wirklich schnell ist. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, weil die Geschichte bleibt hängen. Und die Geschichte, man denkt auch noch drüber nach und die Geschichte bleibt auch lange hängen. Also ich kann wirklich sagen, mir hat es gefallen. Ich fand es einen tollen Auftakt. Die Autorin hat mich echt überrascht und echt begeistert. Und ich glaube, ich werde jetzt doch wieder ein Fan von ihr. Und ja, ich freue mich, wenn es dann weitergeht. Und vor allem finde ich es gut, dass man jetzt wirklich nicht lange auf den zweiten Teil warten muss. Also 2 Monate ist für eine Reihe wirklich wenig. Und selbst wenn es einen dritten Teil geben würde, fände ich nicht schlimm, würde ich auch lesen, denn das Buch macht wirklich Lust auf mehr und ist mal eine Dystopie, die mich mal wieder restlos begeistern konnte. Also ich kann dem Buch nicht irgendwie einen Punkt abziehen oder so. Nö, ich fand es wirklich toll. Also wer so Dystopien mag und diese auch gerne liest, der wird von dem Buch wirklich überrascht sein. Es ist nicht kompliziert, es ist alles erklärt und man erfährt das auch ziemlich schnell und rafft das auch ziemlich schnell. Und ja, also lasst euch begeistern. Ich kann es nur weiterempfehlen. Und ich sage, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!